Willkommen zurück zu Let's Play Goat Simulator 3. Ein neues Update ist verfügbar. Deswegen möchte ich mal gucken. Ist das kostenlos? Kostet das Geld? Wenn es Geld kostet, wie viel? €13,49. Wenn das Projekt sehr, sehr gut ankommt, dann werde ich es mir kaufen. Aber dann würde ich sagen, spielen wir. Und diesmal sind auch neue Dateien dazugekommen. Also man kann mehrere Spiele auf einem Spielstand haben. Das ist irgendwie dumm. Erstmal aus dem Glitchturm raus. Und das habe ich auch herausgefunden. Bam. Also man muss sozusagen aufladen und kann dann die Teile schießen. Zack. Geil. Das habe ich offscreen herausgefunden. Was ich auch noch herausgefunden habe, sind, dass es mehrere Ziegentürme gibt. Ich habe... Digga, was machst du denn gerade? Bam. Bam. Und jetzt mit voller Wucht. Hier sollte ich doch sicher sein, XD. Aber dann möchte ich wieder den schönsten Kopf der Welt aufsetzen. Der ist halt einfach schön. Und das Fell können wir ja auch noch uns holen. Streifter Esel. Carapa Coupon. Coupon. Werde ich mir einmal holen. So finde ich auf jeden Fall, sehe ich schon mal gut aus. So, stimmt ja, mit RB geht das. Stimmt, man kann ja auch fahren. Habe ich schon vergessen. Oh, alles gut. Hier waren wir schon mal. Und ja, wie die Polizei geguckt haben muss. Ich
bin Macher. Aber irgendwie check ich jetzt gerade nicht, warum der nicht funktioniert. So, man kann Fähigkeiten an- und ausschalten. Oh mein Gott, und das erfahre ich erst jetzt. Bam. Ist, glaube ich, nicht mehr ganz heile, würde ich sagen. XD. Warum gibt es denn eigentlich keinen Doppelsprung? Oder bin ich gerade einfach nur blöd? Geil. Jo, die Laterne einfach kaputt. Ich hab auch noch von, kann ich ja ruhig sagen, woher ich das hab. Von Paluten, vielleicht kennt ihr den, wahrscheinlich kennt ihr den, habe ich was gefunden in seinem Part 1, weil ich es mir angeguckt habe. Korridor des Horrors. Okay, das war auch nur die einzigste Waffe, die ich hier drin gezündet habe. Boom. Okay. Oh mein Gott, das ist so ein unendliches Scheißteil, oder? Also man könnte sich ganz einfach da nach oben hinglitschen. Werde ich aber jetzt gerade kurz noch nicht machen. Ich werde es noch machen. In dem Part. Aber jetzt gerade erstmal nicht. Oh mein Gott, man kann hier hoch und hier ist irgendeine Pappaufstellerfigur. Okay. Kann man das Teil mitnehmen? Okay, kann man nicht. Dann Leute, würde ich sagen, glitschen wir uns jetzt einmal kurz hier nach oben.
Jetzt springen und dann von der großen Ziege. Auf den Piligor springen und dann vielleicht jetzt nochmal die große Ziege auf Tony Shark vielleicht und nochmal auf die große Ziege. Und jetzt haben wir uns wieder ein bisschen rausgeglitscht. Allerdings bringt der Piligor wieder nichts. Jetzt sind wir komplett rausgeglitscht und können das mal von unten sehen. Wo bin ich jetzt? Okay, das war so ein typischer WTF-Moment. Alter, das wäre auch geil. So ein Video von Ultimate. Die größten WTF-Momente. Oder das komischste in Videospielen. So, oh mein Gott. Okay, das reicht. Oder wenn in dem Video dann nicht einmal Goat Simulator oder Goat Simulator 3 erwähnt wird, dann bin ich traurig auf ewig. Kappi. Lass nochmal da reingehen und nochmal probieren. Es heißt einfach nur überlebe. Okay. Oh mein Gott. Okay, WTF. Aber bevor ich jetzt vorbeigehe, gucke ich. Oh mein Gott. Kommen hier noch Jumpscares? Das Teil hier ist weg. Okay. Bro, die Entwickler wollen einem doch nur veräppeln.
Hä, Digga, was? Hey, Digga. Digga, was wollen die von mir? Oh mein Gott. Laken, neue Ausrüstung. Okay, what the... 13.000 haben wir erst und ich brauche 20.000 bis 30.000. Digga, das bin einfach ich, der diese Geräusche macht. Aber why? Urlauber, verpiss dich. Aber das Laken fällt mir gerade erst ein. Das passt gut zu Gespenst. Süße Person, verpiss dich. Bumm. Tschüss. Magst du dein Leben? Ich nicht. Ja. Lass noch gucken, ob wir den Platz hier irgendwie komplett verunstalten können. Und dann würde ich schon beenden. Tschüss. Oh mein Gott. Ja. Das Nein. Aber da oben sehe ich gerade, ist was, was wir brauchen. Vielleicht jetzt mal drei Sprünge. Hopp. Hopp. Ist voll schwer. Hopp, hopp. Hopp. Yes. Nice, Alter. Eine Aufgabe neu geschafft. Und noch was neu geschafft, Alter. Also die Statue. Ist ganz gut. Ein Auto wäre jetzt gut. An der Stelle für die Rampe. Boom.
Nein, ich hab die Musikbox kaputt gemacht. Und den Eisdude. Einfach eben gerade geteewandelt. In der T-Pose. Schaffe ich 5 Mal? 3. 4. 5. Okay, jetzt auf 10. Für Silber. Und Gold 50, Platin 100. Das müsste 7 sein. Kann man das gelten lassen? Ich sag mal nein. Vor allem, ich bin eh gestorben. Duhu. Tom. So. Ich würde sagen, ich beende den Part, nachdem ich mich in Sicherheit gebracht habe.